Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Wie immer mit Jonas Steg und David Döbele. Jonas, schön, dass du heute hier mit dabei bist. Es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam darüber einmal sprechen können oder sprechen werden, warum alle High-Performer-Jobs gleich sind. Was genau? Zumindest alle High-Performer-BWL-Jobs. Wie du am Thumbnail schon erkennen konntest, falls du das Ganze auf YouTube anschauen solltest, ansonsten für die lieben Zuhörer, das Apple und Spotify Podcast auf dem Thumbnail steht IB gleich UB gleich PE. So, was meinen wir damit? Offensichtlich ist IB nicht gleich UB. Man könnte darüber diskutieren, ob IB vielleicht ein Teil der UB ist. Und damit wäre dann eher die Gleichung UB größer IB, wobei das dann wieder bedeuten würde, dass die UB besser wäre als IB. Aber darüber wollen wir heute nicht diskutieren, sondern wir wollen eher darüber diskutieren, dass es am Ende des Tages auch stark darauf ankommt, mit wem du zusammenarbeitest. Und dass vielen Investmentbankern der Job in der Strategieberatung vermutlich auch viel Spaß bereiten würde. Und dass gleichzeitig vielen Unternehmensberatern der Job im Investmentbanking auch viel Spaß machen würde. Und gleiches dann auch für das Private Equity gilt. Vor allem das Private Equity sehen wir jetzt mal so ein bisschen als Schnittstelle auch zwischen Strategieberatung und Investmentbanking, weil du dann natürlich auf der einen Seite einen Commercial-Aspekt irgendwie hast, wo du dann eher die Strategieberatung hast, auf der anderen Seite natürlich auch den Financial-Aspekt, den du dann aus dem Investmentbanking hast. Genau, und wir halt auch so ein bisschen darüber sprechen wollen, okay, ganz ehrlich, mach dir mal noch nicht zu sehr den Riesenkopf, ob es jetzt wirklich Investmentbanking sein soll oder ob es wirklich Unternehmensberatung sein soll, sondern es ist auch fein, wenn du sagst, okay, ich interessiere mich für beide Bereiche, ich möchte beides mal ausprobieren, das ist definitiv möglich, insbesondere wenn man zum Beispiel, bei uns machen dann die Teilnehmer normalerweise die ersten Praktika im Bereich Investmentbanking erstmal und gehen dann später Richtung Consulting. So, also das ist beispielsweise definitiv möglich und es ist auch normal. Also falls du gerade sagst, ich interessiere mich für beides, das ist nicht schlimm, das ist völlig fein, du kannst auch beides in einem Studium ausprobieren, wenn man Gas gibt. Ja, habe ich auch so gemacht. Also vielleicht starten wir dann, also wo kommt das Ganze her? Warum ist das im Big Picture dann doch sehr ähnlich? Wenn man praktisch alle Jobs betrachtet und so weiter, ist natürlich so, dass das in vielen Eigenschaften, dass es da relativ nah beieinander ist. Natürlich ist im Job selbst, gibt es dann auf jeden Fall nochmal signifikante Unterschiede und man kann da definitiv diese Unterschiede auch festhalten, aber so im Gesamtkonstrukt an Berufsbildern und so weiter, ist dann doch wirklich sehr, sehr ähnlich. Was sind so Gemeinsamkeiten, üblicherweise so verhältnismäßig? Ist so, dass man verhältnismäßig viel arbeitet, aber auch verhältnismäßig viel bekommt. Ganz, ganz wichtig dabei, wenn jetzt wieder irgendein mäßig intelligente Person in die Kommentare schreibt, man kann verdient ja gar nicht so viel pro Stunde, wenn man das runterrechnet. Das sind Einstiegsgehälter, die du da immer siehst, oder im Zweifel manchmal sogar Praktikantengehälter. Und die entwickeln sich noch über eine Karriere. Und wenn du jetzt mit 35 dein Gehalt da vergleichst und die Person dann schon so viel verdient, kann ich dir sagen, dass diese Person, wenn sie 35 ist, so ungefähr das 5- bis 10-fache verdient von dem. Das heißt, der Stundenlohn ist dann nicht mehr so wirklich vergleichbar. Das so als kurzer Randkommentar. Aber letztendlich ist das so ein Grundprinzip. Man hat vielleicht auch nicht diesen klassischen Bezug zu einem Beruf. Man sieht das nicht so als eine krasse Trennung vom Privatleben, sondern man arbeitet auch mit anderen ambitionierten Personen zusammen, wie man sich auch so gut versteht, wo das Zusammenarbeiten auch Spaß macht, wo man einfach auch da eine Herausforderung sieht und da einiges erreichen möchte und nicht unbedingt praktisch die Freizeit als Ausgleich zum Beruf sieht, sondern praktisch in verschiedenen Lebensbereichen irgendwie viel erreichen möchte. Das gilt so grundsätzlich. Man, gerade auch schon angeklungen, man arbeitet mit gewissen anderen Leuten zusammen, die auch hohe Ziele haben. Das sind Personen, die sich weiterentwickeln, oft auch irgendwie in vielen anderen Lebensbereichen. Das ist natürlich immer, nicht, gilt jetzt nicht pauschal für jede Person, aber du wirst eigentlich in jeder Investmentbank, in jeder Beratung auch viele Leute finden, die sich auch sonst für viele Sachen interessieren, die ein spannendes Leben führen möchten, die irgendwie viel erleben möchten, die viel erreichen möchten, die nicht irgendwie an einen Ort gebunden sein wollen und so weiter und so fort. Du bist an den gleichen Orten. Ne? Die Banken und Beratungen hier in Frankfurt zum Beispiel sitzen größtenteils in den gleichen Gebäuden. Ne? Da ist im einen Stockwerk McKinsey, im anderen ist irgendeine Investmentbank, eins drüber ist irgendein PI und dann eins drunter ist irgendeine Wirtschaftskanzlei.
Das heißt, so diese, wenn wir noch die Wirtschaftskanzleien reinschmeißen, so, dann würde ich sagen, ist der Arbeitsalltag nochmal ein bisschen anderer, aber so vom, in Anführungszeichen, Lifestyle und so weiter ist das schon sehr ähnlich. Ich würde schon behaupten, dass du quasi, was Kolleginnen und Kollegen angehst, schon so ein bisschen eher den tendenziellen Berater oder Beraterin hast und tendenziell eher den Investmentbanker, die Investmentbankerin. Aber auch dort findest du sehr schnell eigentlich Leute, mit denen man dann wieder auf einer Wellenlänge ist. Und man kennt sich auch untereinander. Ne? Also die Leute, weil die Leute haben an den gleichen Business Schools studiert, die Leute haben an den gleichen Target-Unis studiert. Und dann ist dann so eine 8-Leute-Freundesgruppe irgendwie von der Business School, dann geht die Hälfte geht dann zu den Top-Strategieberatungen, die anderen geht zu den Bulge-Brackets so. Das heißt, die Leute sind auch untereinander sehr gut connected, von den niedrigen Positionen bis in die hohen Positionen. Man sieht es ja auch regelmäßig, dass dann zum Beispiel auch ein ehemaliger Partner von McKinsey übernimmt dann die Investmentbanking-Sparte für Kontinentaleuropa von der und der Investmentbank. Ne? Also sowas sieht man dann auch regelmäßig oder geht dann zu dem und dem PI. Also die Branchen sind eben sehr connected. Und genau wie du es, Jonas, gesagt hast, es braucht halt eher so dieses Mindset, es braucht eher diesen Drive, willig zu sein, quasi im Studium schon mehr zu machen, dann später auch im Job mehr zu machen, aber dafür eben auch mehr zu fordern, dass man smart ist, dass man aber auch hart arbeiten kann. Mit dieser Smartness und mit dieser Disziplin wirst du in all diesen Branchen auch erfolgreich sein können am Ende des Tages. Natürlich gibt es irgendwie gewisse Qualitäten an dir, die eher vielleicht dafür sprechen, dass du im Investmentbanking erfolgreich sein wirst. Es gibt gewisse Qualitäten, die eher dafür sprechen, dass du in der Strategieberatung beispielsweise erfolgreich sein wirst. Aber im Großen und Ganzen ist das schon sehr gleich. Und es gibt jetzt auch nicht, manchmal verteufeln dann die Leute irgendwie zum Beispiel Investmentbanking und sagen, im Investmentbanking arbeitest du so viel mehr. Das trifft auch nicht immer auf 100% zu. Ne? Also nur weil du sagst, du möchtest, also tendenziell arbeitest du im Investmentbanking mehr und tendenziell verdienst du da auch deutlich mehr, vor allem in den ersten Jahren. Aber es gibt genauso, es wird dir genauso Investmentbanker in Frankfurt geben, die weniger arbeiten als Unternehmensberater. So. Ja, also es gibt auch nie so das eine Extrem und das andere Extrem, sondern es ist wirklich nicht schwarz-weiß, sondern es ist wirklich auch sehr, sehr durchmischt, auch was die einzelnen Punkte angeht. Von dem her, was halt so ein bisschen hier unsere Agenda ist, ist es halt eher wichtig, dass du sagst, okay, du möchtest alles rausholen, du hast den Drive und wir empfehlen schon im Optimalfall, sich entweder durch möglichst viele Gespräche mit Leuten, die auch Fulltime arbeiten, sowas bieten wir bei Pumpkin Careers zum Beispiel auch an, dass man immer die Möglichkeit hat, sich mit Leuten auszutauschen, die dort Fulltime arbeiten, dass man entweder so echt halt mit vielen Leuten spricht aus diesen Branchen, um halt möglichst früh ein genaues Bild dafür zu bekommen, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen. Und wenn das nicht möglich ist oder wenn dir das nicht ausreicht, dann halt wirklich möglichst früh Vollgas zu geben in den Praktika, sodass du halt auch mal beide Varianten, jetzt vor allem wird es sein Investmentbank oder Consulting, halt mal kennenlernen kannst und dann wirst du merken, okay, jetzt verstehe ich, was sie hier meinen, es ist schon sehr, sehr ähnlich. Die Learnings aus dem einen Bereich kannst du auch auf den anderen Bereich meistens sehr gut übertragen, vor allem aus dem Investmentbanking in die Strategieberatung. Und so kannst du dann halt herausfinden, was dich interessiert. Und die Anforderungskriterien sind sehr ähnlich. Natürlich sind die geforderten Praktika fürs Investmentbanking ein bisschen anders als fürs Consulting, aber sonst möglichst gute Uni, Top-Noten und. So, das sind Punkte, mit denen du in allen Bereichen punkten kannst. Und deshalb ist es ja auch so, dass wir bei Pumpkin, IB, UBPE allgemein als Ziel setzen. Wir sagen nicht, wir nehmen nur Investmentbanker auf, wir sagen nicht, wir nehmen nur einen Unternehmensberater auf, wir sagen nicht, wir nehmen dich nicht auf, wenn du noch unentschlossen bist, solange du quasi sagst, du möchtest in einen von diesen High-Performance-Wirtschaftsjobs reinkommen, dann bist du halt bei uns an der idealen Adresse, weil wir haben Firmenpartner von all diesen Branchen, wir haben Leute, die Fulltime da jetzt schon angefangen haben in all diesen Branchen, wir haben super viele andere Leute, die in diese Branchen rein wollen, wir haben ein super Netzwerk in diesen Branchen. Und solange du sagst, du möchtest alles rausholen, dir ist Karriere wichtig, dir ist Erfolg wichtig, beruflicher Erfolg, dann bist du da halt super an der richtigen Adresse bei uns. Genau, das alles spielt ja irgendwie auch dann noch da rein, dass man halt irgendwie tendenziell halt die Möglichkeit hat, in sehr jungem Alter nicht nur irgendwie dann Themen zu haben, wie dass man relativ viel Geld verdient, sondern auch, dass man relativ viel Verantwortung übernehmen kann, verhältnismäßig. Das wird immer so ein bisschen runtergespielt und wird immer so ein bisschen, ja, man baut ja nur PowerPoint und so weiter. Aber man muss ja auch mal überlegen, wofür werden diese PowerPoints eingesetzt, die werden in Vorstandsmeetings eingesetzt. Die haben letztendlich, wirst du auch irgendwie gewisse Sachen dafür erarbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, du hast enorm früh die Möglichkeit, enorm spannenden Leuten auf Projekten zu arbeiten. Das gilt nicht nur für die Kollegen und Kolleginnen, sondern praktisch auch für die Kundenseite und hast dadurch einfach die Möglichkeit, schon in jungen Jahren wirklich sehr, sehr viel mitzunehmen, auch eine entsprechende Verantwortung zu übernehmen und irgendwie auch einen entsprechenden Impact
zu haben. Und dementsprechend vereint da die Branche mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr im Big Picture, als dass es sie trennt. Und das ist genau das, was du auch gesagt hattest. Es gibt sehr, sehr viele, die irgendwie mal hin und her switchen. Und Leute, die zum Beispiel in der Unternehmensberatung arbeiten und sagen, ja, Investmentbanker, alle voll weird. Investmentbanker, die sagen, dass Unternehmensberater komisch sind. Ich glaube, die sind haben ein bisschen zu viel Werbung geguckt, ein bisschen zu viel Employer Branding konsumiert, gerade wenn das bei den Beratungen der Fall ist. Es ist nur, weil man sich ganz anders gibt nach außen und auch ganz potenziell andere Werte vertritt und so weiter, heißt es nicht, dass es im Big Picture nicht einfach super ähnlich sein kann und dass das Projekt bei dem einen Unternehmen wirklich sehr, sehr ähnlich sein kann wie bei dem anderen oder bei den beiden Branchen. Dementsprechend da einmal sehr, sehr sinnvoll, einfach das so als eine Einheit auch zu sehen und auch gemeinsam die Ziele zu arbeiten. Wie du schon gesagt hast, wir haben sehr viele Leute, die irgendwann, wo das Ziel wechselt. Das war bei mir persönlich zum Beispiel auch der Fall. Ich dachte auch erstmal, okay, es geht so in Richtung M&A potenziell und habe mich dann eher in Richtung Strategieberatung entwickelt, war dann auch noch in Private Equity und habe damit alle diese Branchen mal miterlebt. Und natürlich merkt man Unterschiede, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, wenn man mit einer Person spricht, die vielleicht nicht gerade in einer dieser Branchen ist, wird diese Person einem auch sehr, sehr schnell bestätigen, dass das so irgendwie dann doch alles sehr, sehr ähnlich ist. Das heißt, wenn du diese Ziele hast, melde dich sehr, sehr gerne mal bei uns, pumpkincubus.com, einfach einmal bewerben. Dann fragen wir ein paar Sachen von dir ab, schon im Bewerbungsformular, gehen noch ein bisschen tiefer auf einem Vorgespräch, um da wirklich auch zu verstehen, was du eigentlich so erreichen möchtest, wie du das auch erreichen willst und so weiter und so fort. Und wenn das dann alles passt, machen wir eine Status-Quo-Analyse. Da zeigen wir dir auch schon verschiedene Sachen auf, an denen du vielleicht noch arbeiten solltest. Und idealerweise gehen wir auch im Rahmen von unserem Elite-Coaching gemeinsam natürlich in die Umsetzung, sodass wir es gemeinsam schaffen, diese Ziele auch zu erreichen. Und selbst wenn du, wie gesagt, nur irgendwie weißt, okay, ich möchte einiges erreichen, ich bin generell sehr motiviert, sehr ambitioniert und möchte in diesem Wirtschaftsbereich ja ganz hoch hinaus, dann bist du bei uns hundertprozentig an der richtigen Stelle. Wenn du jetzt nicht gerade noch überlegst, ob du auch noch Medizin studieren möchtest und Arzt oder Ärztin werden willst, weil das passt dann noch nicht so. Genau, wir freuen uns sehr auf dich. Wir freuen uns immer darauf, weiterzuwachsen mit Leuten, die auch Ambitionen haben, zusammenarbeiten zu können. Von dem her, bewirb dich gerne bei uns und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße, David und Jonas aus Frankfurt.